Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Banished. Ja, bevor ich hier wieder anfange, ich habe wieder ein bisschen was an meinem Mikro geschraubt. Ja, ich dachte mir, ich habe Langeweile gehabt und da habe ich es aufgeschraubt und habe die Technik darin modifiziert. Nein, das ist natürlich Quatsch. Entschuldigung. Ich habe halt ein bisschen wieder dran rumgefummelt hier an meinem Mischpultchen. Das trifft es, glaube ich, am besten. Und habe geguckt, was man dann noch ein bisschen besser machen kann. Ich habe was gefunden. Oh, es hört auf zu regnen. Seltenes Ereignis. Das müssen wir auskosten. Keine Ahnung. Die Felder haben wir letzte Folge neu gemacht. Genau. Wollte ich noch irgendwas machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah ja, richtig. Wir haben die Schafe hier runter. Wir haben hier drüben Hühner. Wir haben hier Hühner. Wir wollten das, glaube ich, noch wegmachen, wenn ich mich nicht täusche. Doch, das wollten wir wegmachen. Und hier sollten dann noch Kühe rein, ne? Also da sollten, naja, erstmal 10 rein und dann kommen noch da welche rüber, damit wir wenigstens 25 Kühe dann haben. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und es regnet schon wieder. Wer hätte es gedacht? Hat ja lange gehalten. Ja. Wollten wir noch irgendwas machen? Wir wollten hier drüben noch ein paar Häuser bauen, das weiß ich noch. Der Regen ist sich heute auch nicht so ganz einig, was er will, oder? Irgendwie merkwürdig. Wir wollten hier, glaube ich, noch irgendwo Häuser hinsetzen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich könnte mich täuschen, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wollten wir auch... Nee, hier wollten wir, glaube ich, keinen hin machen. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Mist. Hier drüben... Kann ja vielleicht jemand ausziehen soweit? Nö. Okay, es könnten wieder welche ausziehen. Das heißt, wir müssen vielleicht irgendwo mal noch ein paar neue Häuser hinbasteln. Da ist die Frage, wo... Hier hinten vielleicht noch ein paar. Weiß nicht, kommt da eine Straße hin? Ah ja, okay, das hat man extra so gemacht. Huch, so. Das war gerade merkwürdig. Wollen wir hier noch ein paar Häuser hinmachen oder wollen wir da noch einen Pestscher hinmachen? Wie groß wäre denn der hier? Pestscher, wie groß kann man denn machen? 20 mal 16. Ah, ich glaube, wir bauen hier lieber noch ein paar Häuser hin. Wir bauen hier noch ein paar Häuser. Drehen war so, ne? Ja. Oh, ich kenne sogar noch die Steuerung. Das ist ja mal was. So einen will ich gerade nicht. So einen auch nicht. Nein. Ah. Den könnten wir hier hinstellen. Tja. Noch einen Weg. Hier hinter natürlich. Huch. Hier lang denke ich mal auch noch. Guck mal, was haben wir noch so an Häusern? Hier so eins. Ah. Da lasse ich mal einen Platz. Mach mal so, da kann da noch so eine Straße rein. Zack. Was ist niedrig? Loks. Ach so, ja. Hm. Ja. Passiert, ne? Wenn ich das so mache, passt da noch ein Haus hin? Nee. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, muss weg. Muss weg. So. Huch. Hallo. Wie habe ich es heute? So eins hier hin. Mach mal da hin. Da hätte ich gern irgendwas anderes. Passt da? Eine Brauerei passt da, glaube ich, nicht hin. Ne? Wo sind die schon wieder? Ja. Hier. Oh, nee. Nee, ich glaube, die passt da nicht hin. Nee. Schneider?
könnte da denn hinpassen? Irgendwas, was auch halt Sinn macht, so. Oh, schaut, weiß ich nicht. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Dann Baum. Wenn man das so macht, haben wir da theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bäume mal 2 Bäume, das ist halt mir, das ist auch so. Festschirm wird wahrscheinlich zu klein, ne? Ja. Weil nirgends wieder das Ding hinpasst. Naja, okay. Kleines Feld. Hat eigentlich auch keinen Sinn. Da werden wahrscheinlich keine Bäume hinkommen, ne? Sonst hätte ich einfach gesagt, ich ziehe hier so eine Straße. Ach, ich hab's aber. Machen wir hier noch eine hin. Und da noch eine hin. Und da kann ein Grünzeug wachsen. Ich glaube, da wächst gar kein Grünzeug, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Feld passt da jetzt auch nicht hin, ne? Ja. Wird halt so passen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist die Frage. Brauchen wir nur noch mehr Farmer? Ich glaube, mit 51 Farmern sind wir schon ganz gut dabei. Bei 173 Leute mittlerweile. Das geht auch gut. Ich hoffe, das mit dem Mikro passt alles so. Gut, achso, ah, die bauen schon. Achso. Irgendwie klemmt es heute. Ich bin gerade erst aufgestanden. Tut mir leid. Das Hirn arbeitet noch nicht ganz so, wie es sollte. Irgendwie klemmt es noch ein bisschen. Na gut, wir ziehen ja erstmal ein paar Hütten hoch. Das ist natürlich nicht schlecht. Wie viel braucht man da eigentlich? 16 Loks. Wir haben ja gar nicht so viel Holz. Ist hier eine... Ah ja, die pflanzen aber erstmal nur. Richtig, richtig. Andererseits, komm. Arbeiten da 4? Ah, ich war jetzt mal vor... Ah, okay, okay. Wir brauchen jetzt... So, okay. Habe ich sonst überall genug? Trader, reicht einer? Weil eigentlich machen wir da eh nichts. Oder? Das Lager ist doch leer, ne? Ja. Von daher kann der Trader eigentlich auch weg. Ciao. Kann man hier Work ausschalten? Ja. Dann machen wir das mal. Hier kann ich Work auch erstmal ausschalten. Da werden wir, glaube ich, auch erstmal die nächste Zeit nicht mehr drin irgendwie was rumsuchen. Und ansonsten... genau, Medizin haben wir gebraucht, ne? Habe ich hier eine Herb-Dings? Nee, Gaffer was hat. Packe ich hier auch eine Herbs hin, oder wie machen wir's? Weiß ich nicht, ne? Was ist da hin? Nee. Du musst dann da hin. Oder hier dahinter. Ach, geht auch nicht. Ja, okay, gut. Hat sich das schon mal geklärt. Könnt ihr natürlich hier so dahinter machen. Hier so. Kann man da noch einen Weg hinziehen? Weg hier. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Merkt man zum Glück gar nicht. So, es pisst schon wieder. Das ist super. Ah, 7. Okay, wir brauchen wahrscheinlich... Entweder wir brauchen 8 oder wir brauchen 10, um das Ganze zu splitten. Ich würde gerne auf 10 gehen, dann hätten wir überall 5. Dead of Old Age. Okay, Old Age ist immer super. Unfall wäre kacke. So gesehen. Der Schwede, haben wir hier Feldermassen mittlerweile. Das sieht so krass aus. Das ist einfach alles komplett grün. Gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht. Finde ich gut. Was? Potatoes, was wir mal angebaut haben? Ach, die Sache. Wir müssten vielleicht auch irgendwie gucken, dass wir mal was anderes anbauen. Ne? Zwecks. Ernten die eigentlich schon wieder? Ach ja, die ernten theoretisch schon wieder? Nee. Nö, der erntet noch keiner. Okay. Ist ja voll strange. Guck mal, hier ist so ein... Auf den ganzen Feldern ist so ein Streifen drauf. Warum? Was ist das? Vor allem, der Streifen ist ja nicht mehr irgendwie am Rand vom Feld, sondern irgendwie so mittendrin. Das ist irgendwie merkwürdig. Warum wächst da nichts? Kann es sein, dass da nichts wächst, weil die da einmal langlaufen? Kann das sein? Aber guck mal, das sind schon Wege, wo die hier die ganze Zeit langlaufen. Das wäre natürlich kacke. Das wäre natürlich doof. Gebe ich zu. Das kann echt sein, ne? Guck mal, da überall, da wo was fehlt, gehen die ganze Zeit lang. Ja, ein Händler survived. Das ist ja super. Ja, brauche ich eh nicht. Tschüss. Das ist natürlich, Hä? Willst du mich verarschen? Was machst du? Bilder. Hä? Was macht der da? Willst du mich... Brauchen die da Wege? Was ist mit denen los? Es geht... Hä?
Guck mal da. Der hat da. Willst du mich verarschen? Was macht der? Hä? Was? What the fuck? Was ist das? Was macht der? Hä? Was zum Teufel machen die da? Oh, willst du mich flachsen, ey? Ich glaube, das Spiel hat nicht erkannt, dass die Wege da nicht sind. Aber die sind halt da schon länger nicht mehr. Die schlagen da jetzt diese ganzen Kanten rein. Willst du mich verarschen? Hab doch einander Nudel, Leute. Man kann sein, dass sie jetzt eh ernten, ne? Willst du mich verarschen? Was machen die? Hä? Komm mal hier rüber? Hä? Was zur... Ich hab keine Ahnung. Hier drüben auch irgendwo? Nee. Hä? Was? Das war jetzt strange. Also das habe ich jetzt nicht... Geil. okay. Ja gut, ne? Das war gerade merkwürdig. Das war echt merkwürdig gerade. Also das war... Ja. Wie sinnlos. Ganz merkwürdig. Ich meine, die bauen ja auch nicht selbstständig Straßen, wenn da viele Leute die ganze Zeit lang laufen. Oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Okay. Alles klar. Ich weiß ja nicht. Produziert, used. Okay, also in einem Jahr haut das eigentlich hin. Wir produzieren da eigentlich mehr, als wir brauchen. Display. Nach 2 years? Okay, bei 2 Jahren haut es schon mal wieder nicht hin. Bei 5 Jahren haut es auch nicht hin. Bei 10 Jahren haut es wieder hin. Okay. Bei 25 Jahren haut es auch hin. 25 Jahre schon? Ach, tatsächlich. 29 sogar schon. Da haut es hin. Okay. Alles klar. Gut, ich hoffe, dass mit der Ernte klappt. So einigermaßen. Wäre schön. Andererseits haben die da gerade irgendwie so einen Schlaz reingehauen. Da fehlt natürlich ein bisschen was. Das war gerade echt merkwürdig. Also, ne, wirklich. Das war komisch. Naja. Gut. Kann man ja mal machen. 13 von 25. Okay. 7 von 10. Immer noch. 25, 25. Also 100 Hühner haben wir schon mal. Entschuldigung. 100 Hühner haben wir. Das ist super. 30 von 44 Gräbern, das ist okay. 173 Member, okay. Ist also niemand dazugekommen. Ist einer gestorben, dann ist wahrscheinlich jemand wieder geboren worden. Hier hinten fehlen noch Loks. Wir müssen irgendwie mal auf Lok. Wir müssen mal wieder ein bisschen irgendwo Wald wegknüppeln, glaube ich. Wir müssen in irgendeiner Ecke wieder ein bisschen Wald klauen, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Da unten ist auch jede Menge Eisen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Könnte natürlich gucken, ob wir hier in dem Bereich wieder irgendwo ein bisschen Loks klauen, einfach mal, ne? Einfach, dass wir einfach sagen, hier, komm, in dem Bereich, haust du mal Loks weg. Haust du mal die ganzen Bäume um, weil Holz, ne? Brauchen wir. Wir haben nur noch 9. Scheiße. Aber die sollen erstmal farmen. Die können da ja... Ach, noch hin. Ich meine, die werden da dann eh schon alle hinwuseln und das ganze Zeug wegschlagen. So ist es nicht. Ja, hier unten Cut und Plant, aber die haben, glaube ich, noch nicht viel gemacht, ne? Na, 9. Das ist, hui. Was macht ihr im Jahr? 183 im Jahr. Das ist schon mal mehr als 9. Ich wollte gerade sagen, es ist 100-fache, aber das ist Quatsch. Das ist 20-fache, ist es. 156. Okay. Das geht auch. Das ist okay. Da ist ja noch ein bisschen Berg mit dazu, hier in die Ecke. Weil es nicht so viel ausmachen dürfte. Aber ich meine, 156 ist alles super. Alles Taco. Alles Tutti. Alles Roger in Kambodscha. Ja. Hier. 6 Aljuhl. Wir haben keine Pflaumen.
haben wir eigentlich die Pflaumen her, sag mal? Sieht man das hier? Ach, wir haben Pflaumen als... Ach so. Ach so. Ja gut, das erklärt einiges. Wir könnten eigentlich, spaßeshalber, wieder so ein, irgendwo so Baumdinger hinsetzen, oder? Gut, ist die Frage wo, weil ich meine, hier geht uns so ein bisschen der Platz aus tatsächlich. Wir könnten nach hier oben noch gehen. Ist halt die Frage, ja, weiß ich nicht. Da müsste man hier eine Straße komplett rundherum legen natürlich. Wenn wir gucken, was man hier oben noch machen kann. Oder wir klatschen hier drei Felder. Das ist auch doof. Das ist gleich auch doof, ne? Weiß nicht. Jetzt will ich hier wieder so Dinger hinsetzen. 15x10. 15x10 passt hier, glaube ich, nicht hin, ne? Nö. Ist der Berg im Weg? Okay. Ja, wo könnte man halt so Dinger hinmachen, ne? Das ist halt die Frage. 15x10 passt hier halt auch nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Passt 15x10 hier hin? Nee. Schade. Hätte mich auch gewundert. Ja. Ist halt die Frage, wo kommt das jetzt? Können wir da jetzt einen hin? Wir könnten halt hier hinten wahrscheinlich drei hinpappen. War es auch doof. Geht das hier mit einem Abstand? Nee. Soll also nur direkt dran gehen. Ist auch doof. Ich glaube, da brauchen wir eh irgendwie eine andere... Ja, ja, Loks in Low, das weiß ich. Wir brauchen da, glaube ich, eh irgendwie was anderes. Ne? Wir hatten ja immer irgendwie einen Abstand dazwischen immer. Jetzt ist halt die Frage, welche Abstands... Oh, jetzt gehen uns die Dinger kaputt. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie sieht's denn aus dieses Jahr? Overview... Nee, hier. Ein Jahr. 17.000 produziert. Okay, das ist ja... Das ist ja sogar ein bisschen mehr als letztes Jahr. Das ist natürlich wunderbar. Wir hatten da, glaube ich, irgendeine andere Größe gebraucht bei den Orchards, ne? Das weiß ich noch, weil da hat man ja so Abstand zwischen den Bäumen immer. Frage ist, wie ist der Abstand? Ich weiß, dass es bei einem immer nur eins war und bei dem anderen war es, in die andere Richtung war es zwei Felder. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung das hier jetzt ist. 1, 2. 4x4 würde gehen. Da würde man nämlich sehen, in welche Richtung halt die zwei sind. Entweder wir haben hier drei Bäume oder wir haben hier drei Bäume. Und da halt, weil halt zwei Platz ist, nur zwei. Richtig? Zwei. Ja, doch. Oder? Jetzt. Ich gucke jetzt nach. Hier kommt ein Baum hin. 1, 2, frei. Hier kommt ein Baum, sind zwei Bäume. Okay. Also wir haben irgendwo 2x3 Bäume. Die Frage ist halt, wo? Ne? Lang. Hier. Der kann da ja die, kann er die Bäume da schon pflanzen? Nicht, weil ansonsten haben wir halt einen Farmer mehr. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wie sieht es bei euch aus? 9. Wow. Das ist ja... Ui. Da fliegt mir ja der Hut weg. Ich weiß halt auch nicht. Hier steht ja... Simple Health and Healing. Gibt es auch Advanced irgendwo? Ich meine, wahrscheinlich die Klinik, ne? Aber... die halt ja nur diese Diseases. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwo noch Advanced irgendwo gibt. Ich weiß es nicht. Max City sind happy. Das könnte man vielleicht auch. Wobei Happiness geht. Gesundheit ist halt kacke, ne? Death of Old Age, okay. Mein Hals ist trocken. Ich muss gerade mal was trinken. Warte mal. Schon besser. Kinder, denkt dran, trinkt immer genug. Das hat einen trockenen Hals und das ist nicht schön. Ja, Advanced Healing. Ich weiß halt nicht, weil das steht simpel, da muss es ja auch irgendwo Advanced geben. Das ist halt so die Frage, die sie mir stellt. Gibt's das? Ich weiß es nicht. Weil hier ist eigentlich nichts davon zu sehen. Ne? Das ist halt simpel. Oder ich glaube... dass die nur so ein bisschen den, mit diesen Kräutern den Ersatz bringen für eine ausgewogene Ernährung, weil wir haben ja nur Kartoffeln und Hühnchen. Mehr haben wir ja eigentlich nicht. Können wir auch nicht splitten, ne? Nee. Doof. Achso, man sollte Work vielleicht doch anschalten? Nee. Okay.
Ich wollte gerade sagen, anschalten, aber das bringt auch nichts. 15 von 25 Schafe, das ist doch super. Ganz viele kleine. Na gut, 3, 4 kleine, wenn ich das richtig sehe. Huch, achso. 1, 2, 3, 4 kleine. Ja. Das ist natürlich super. Bei den Rindern sind es jetzt doch 8. Achso, 8, 14 hat man ja schon länger, ne? 2, 4, 6, 7. Irgendwo muss noch. Ach, 8. Da ist ein kleines. Okay. Ja. Nun. Du hast kein Leder, das ist, ja, ist halt so. Produzieren die eigentlich noch was? Oh, das, oh, Tatsache. Okay. Die haben, glaube ich, nur die eine Dings, ne? Ja. Gut, die Felder sind ja so. Okay. Okay. Okay, es ist in die Richtung. Das hilft mir natürlich nicht unbedingt weiter, wenn ich ehrlich bin. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre es vielleicht praktischer. Andererseits ist es auch egal. Frage ist halt immer noch, wo soll's hin, ne? Ich weiß halt nicht. Wenn man so einer reinmachen könnte, ne? Dann hätte man da voll den fetten Urwald stehen. Wäre natürlich auch geil irgendwie. Wenn 1, 2 Platz sind, das wird sich ja immer so weiterziehen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein. Wenn ich das Feld jetzt hier hin pappe, dann wird da wahrscheinlich 2 frei sein. Schätze ich. Das heißt, 2 frei, dann wäre da wieder ein Baum. 1, 2 frei wäre da wieder ein Baum. 1, 2 frei wäre da wieder ein Baum. Shit. Oder? Ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich so durchzieht. Das müsste nämlich bedeuten, wenn ich hier einen hinsetze. Geht das? Nee. Warte mal, wenn ich jetzt hier einen daneben setzen würde, dann müssten da theoretisch wieder 2 frei sein. Ne, wenn ich den genau hier daneben klatsche. So. So. Dann müssten da wieder 2 frei sein, wo die 2 Büsche da sind. Der eine Baum und der eine Busch, der markiert ist. Das Feld, die müssten frei sein. Das müsste theoretisch so klappen. Wenn das so ist, ist irgendwie doof. Weiß ich nicht. Weil dann müssen wir uns wirklich irgendeinen Platz suchen. Weil dann können wir die nicht hier machen, weil wir da schon mal ein Feld so doof frei haben. Das ist natürlich kacke. So, wo kommt derjenige, der den blöden Busch jetzt noch wegnimmt? Das wäre super, wenn er noch kommen würde. Dieses Jahr. Fände ich toll. Okay, das muss noch gebaut werden. Achso, die machen, glaube ich, erstmal die Häuser, ne? Ja. Da sind auch wieder direkt Leute drin. Alles klar. Heißt, wir werden hier hinten vielleicht mal noch ein paar Häuser irgendwo bereitstellen. Schlechte Zeit. Was ist denn? Ja, Loks sind niedrig. Das weiß ich doch, Kollege. Ach, der Busch ist weg. Sehr gut. Das heißt, 1, 2, frei. Hier ist ein Baum. 1, 2, frei. Hier ist ein Baum. Wir probieren das einfach mal. Wir probieren das einfach gerade mal aus. Ich will einfach mal wissen, ob das wirklich so ist. Ansonsten könnte man natürlich so ein bisschen tricksen, ne? Wäre natürlich auch nicht schlecht. Also wir gucken mal. Bist du der Farmer? Nee, sieht schon. Okay. Gehst du hin? Wir haben doch hier ein Wegerkennungstool. Frage ist, wo? Ach, hier. Du da. Ach, du wohnst da hinten. Okay. Warum geht da nicht die Straße lang? Das verstehe ich nicht ganz. Würde ich, glaube ich, hier hinten echt noch ein Haus hinsetzen, ne? Dann wäre das nämlich zu weit zu. Hier hinten kommt noch ein Haus hin. So. Dann müsste hier noch ein Haus, dann müsste ja die Straße so eckig rumgehen, ne? So ein bisschen. Die Straße müsste dann gehen, wenn ich das ja verbunden haben möchte. Es wird das schönste Dorf aller Zeiten. Auf jeden Fall. Geht dann so nach hinten. Zack. Das wäre dann erstmal die Straße soweit. Die können da ja noch ein bisschen bauen. Das ist ja kein Ding. Das ist eigentlich alles schon kahl ge. Oh, das ist tatsächlich alles schon kahl geschlagen. Krass. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war falsch. Entschuldigung. Harvest Trees. So, da habt ihr mal noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Weißt du was? Wollen wir gut drauf sein. Ist hier schon jemand, der die. Finding Food? Ach, ein Tool. Entschuldigung. Ja, da ist gerade die Hacke auseinandergebrochen, weil sie wieder zu stark auf den kalten Boden geschlagen hat.
nicht eigentlich, wie kalt ist das, sag mal, irgendwo? Ach hier, ja gut, bei minus 4 Grad ist der Boden vielleicht ein bisschen gefroren, da sollte man mit der Hacke nicht eigentlich so draufhauen. So, wo setzt du jetzt den Scheißbaum hin, Mädchen? Das ist die Frage, die mich interessiert. Erstmal nirgends, wie es aussieht. Oh, hä? Bist du nicht gerade erst weggelaufen? Okay. Alles klar. Das sind übrigens Hirsche. So, irgendwie so mitten im Dorf, weißt du, so gar keine Angst vor Menschen, einfach rein. Gibt was zu essen. Okay, das funktioniert tatsächlich so, wie ich das gedacht habe. Dass da tatsächlich zwei Platz sind. Na, Glückwunsch. Und da ist ein Feld. Ist das ein Feldplatz oder sind das auch zwei Felder? Ne, das ist glaube ich nur ein Feld, ne? Moment. Das ist ein Feld, das sind zwei Felder. Ja. Ja. Das ist meinem Plan nicht gerade förderlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich doof. Oh, ich muss niesen. Moment. Oh, ein Hoch drauf, dass ich das Mikrofon muten kann. Das ist echt super. Die würde ich erstmal lassen tatsächlich. Wird aber Work machen. Das lasse ich mir erstmal, damit ich weiß, wie das funktioniert. Weil wenn ich wieder mal, wenn ich das nächste Mal aufnehme und das ist wieder irgendwie 5 Jahre her, dann weiß ich wieder, was ich machen wollte und wie es funktioniert. Hoffe ich. Wahrscheinlich werde ich mich fragen, hä, was habe ich da gemacht? Geil, Early Spring und es ist nochmal Schnee gekommen. Toll. Die Farmerträge freuen sich. Sieht hier aus, 15, 8. Hier müssen wir eigentlich gar nicht gucken. 24, warum das? Sie Hühner. Ach guck mal, da wächst tatsächlich was. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Nur hier wächst nichts, ne? Nee, ist ein scheiß Baum. Was? Dead of Old Age. Warum bist du jetzt ohne Haus? Dead of Old Age. Okay. Warum bist du jetzt ohne Haus? 33. Andererseits, wir stellen hier ein Haus fertig. Da kann er ja dann theoretisch einziehen. Bei wie vielen Leuten sind wir eigentlich gerade? 179. Krass. 27 Schüler. Wir können noch 13 aufnehmen. Ein Händler ist da. Was hast du denn dabei? Oh, Apple Seeds, Pepper Seeds, Chestnut, Potato. Wäre schon interessant, aber nein. Wie gesagt, wir müssen uns halt selbst erstmal ein bisschen was aufbauen, bevor wir hier großartig handeln können. Ich glaube, da dauert es noch ein bisschen. Weil wir brauchen ja irgendwas, was wir auch zum Handel anbieten können. In Klamotten zum Beispiel haben wir ja keine Tools halt. Aber Tools sind, glaube ich, auch nur die einfachen. Ne? Das ist auch nur Iron Tool, weil Kohle haben wir ja auch nicht. Lager hier, das ist leer, das ist auch so gut wie leer. Also die Lagerfüllstände sehen auch nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Was halt wahrscheinlich daran liegt, dass Mann, dass wir halt kein Holz, nicht wirklich Holz haben und nix, ne? Feuerholz 180 ist auch nicht so geil. Wie viel haben wir eigentlich? 2 oder 3 Feuerholzmacher? 2, ne? Ich guck grad. 3. 1, 2, 3. Okay. 3 Stück. Naja. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Fisch. Ich weiß nicht, wie viel produzieren wir insgesamt. 800. Ja, das sind grob 1700 Fische im Jahr. Ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Von der Menge her, meine ich. Passt da an den kleinen Bach. Na gut, da wird man vielleicht, wird man wahrscheinlich nicht viel rauskriegen, ne? Ich glaube, da wird man nicht viel Fisch rausgehen. Ich glaube, da passt doch gar keine Fischerhütte. Ja, guck mal, da passt tatsächlich eine Fischerhütte hin. Oh, krass. Oh, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Da leider nicht. Dann hätte ich es lieber dahin. Hätte ich aber nicht gedacht, dass da tatsächlich eine hinpasst. Das ist natürlich krass. Das ist schon krass. Aber ich glaube, wir bleiben da eher bei dem großen Fluss, oder? Ich weiß es nicht. Die Frage, passt da hinter den Hafen einer? Ich meine, im Hafengebiet sind ja eigentlich immer Fische, glaube ich. Passt hier eine hin? Nee, ne? Ist alles irgendwie so. Da hinten halt.
Ist aber auch doof irgendwie. Da passt es nicht hin wegen einer Kante wieder. Das ist natürlich auch doof. Hier passt es auch nicht hin. Nee. Ich will halt nicht, weil die haben ja hier so ein Einzugsgebiet, ne? Das dürfen sie sich ja theoretisch nicht überschneiden. Dann haben wir halt Probleme, weil da angeln die sich ja gegenseitig die Fische weg. Das ist doof. Vielleicht doch eine an die Brücke da, an den kleinen Bach. Ich mache jetzt keinen Witz über Dirk Bach. Stellen einfach mal ein Fishing Dock hin. Ich meine, was soll da groß passieren? Was soll da groß schief gehen? Vier Arbeiter haben wir. Ich meine, ein paar Fische sind besser als keine, ne? Naja. Naja, ist das, denke ich, okay. 8. 15. Da ist sowieso immer voll. Ich glaube, da gab es auch ein Achievement, ne? Irgendwie 5 Millionen Hühner haben. Warte, Achievement, Hühner. Da gab es was, ne? Da gab es, glaube ich, was. 20 Wells in Single Town. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn wir noch ein bisschen wachsen, dann kriegen wir das hin. Foodie. 2000 Food, Hunters, Scaffers, Fishermen, Pastures, Fields and Orchards. Von Feldern kriegen wir das hin. Pasture, weiß ich nicht. Fishermen dürften wir auch hinkriegen. Gafferer, weiß ich nicht. Orchard sowieso nicht. Hunters, weiß ich auch nicht. 50.000 Logs in einer 100-Jahre-Periode. 10.000 Stein, Alter. Ich glaube, mit den 10.000 Steinen sind wir gar nicht so schlecht. Wo ist denn das? Bild vom Stone? Smells all around? Das war doch hier irgendwo. Food Reality. Ach hier, 180 Chickens, 75 Sheep, 60 Kettle. Alter Schwede. Trading Post, 500 Ale, 400 Steel Tools, 200 Warm Coals. Alles klar. Damit würden wir so eine Handelsmacht haben, was die Punkte angeht. Ich glaube, mit dem Stein und so sind wir gar nicht so schlecht dabei. 100.000 Stein in einer 100-Jahre-Periode. 10.000 Stein. 100 Jahre. Stein. 2000. Okay, also ein Fünftel und da weiß ich gar nicht. Dürfen wir wahrscheinlich auch hinkriegen. Was ist hier los? Flash at the Farm heißt Alter voll. Okay. Wenn ihr im Alter sterben, ist okay. Zwei brauchen wir nur noch. Wie viel brauchen wir da jetzt? Achso, 6. Ja, okay. Brauchen wir hier noch irgendwo mehr? 8, 4, 3, 12. Nö. Okay, passt. Teacher haben auch 2, jo. Brauer bräuchten wir halt, aber ja. Ohne Pflaumen wird das, glaube ich, leider nichts. Weil es mir tut. Was könnte man eigentlich noch nehmen? Apfel, Berries, Cherry, Peach, Pear, Peanut, Weizen. Weizen? Nee, ne? Nee. Weizen wäre natürlich auch nicht schlecht. Also jetzt müssen wir halt so viel mehr produzieren, dass der das ganze Jahr sich den Weizen klauen kann. Eigentlich müsste man, wenn man Weizen anbaut, auch noch eine Mühle und eine Bäckerei bauen müssen. Meine Meinung. Weil ich meine, was machen die mit dem Zeug? Das können ja nicht so fressen. Ist ja eklig. Also ich würde es nicht tun. Ich meine, Potatoes ist klar, hauen sie sich auf die Pfanne oder sowas. Oder in den Kochtopf. Weiß ich nicht. Von mir aus essen sie die auch so. Könnt ihr Bratkartoffeln und könnt ihr auch Chips machen? Boah, das wäre voll geil. Aber so in so einen Öltopf, nein. Geil, so Kesselchips. Boah, nice. Da krieg ich fast Hunger. Ich habe ja noch nichts gegessen. Ich bin noch eben erst aufgestanden. Ah ja, richtig. Haben wir ja sogar schon Steinhäuser gehabt, ne? Ja, richtig. Wir sind übrigens bei über einer halben Stunde, Freunde. Das ist mir gerade aufgefallen. ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin. Ciao.